Mal haben wir ja noch das Fusionskraftwerk, das Zentro-Dingsbums, da ich kann den Namen nicht aussprechen. Zenobium. Zenobium. Befreit. Und Waren die, glaube nachdem ich, gerade ich. wieder auf dem Rückweg, ne? Ja. Und ich hoffe, dass der Warhammer-Run nicht ganz so läuft wie mein Baldur's Gate 3 Run. Oh Gott. Hast du dazu geguckt vorgestern? Tatsächlich leider nicht. Außer Haus. Es war. Boah. Es war. Sagen wir mal so, es gibt jetzt wieder zwei Ortschaften mehr, die entvölkert sind. Nein, ganz so schlimm ist es Ah. nicht. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist wieder. Deswegen Ja, jetzt ich auch der meine. Titel: Das Chaos bin ich, Zitat eines unbekannten Paladins. Ja, der möchte ungenannt bleiben, der Hörner von Eis. Oh. So. Hier im Office, ja. Stimmt, im Office haben wir aufgehört. Wo ich ja gestehen musste, dass ich da was weggeworfen habe, weil. Ja. Ja, weil Reflex und so. Wie sieht er, verbringt er jetzt nicht 5 Jahre auf dem Planeten, um irgendwas zu suchen, wenn ich ihn finde, und wirft es weg. Ja. Ja, gut. Ja. Da können wir mit Heinrichs reden. Ich weiß noch, dass die Voxmeisterin dringend darum gebeten hat, dass wir doch Richtung Dings dampfen sollten. Jetzt muss ich aber Das wäre doch doch, mal. dass ihr gerne eine Navigatorin hätte, ja. Ja, jetzt doch mal hier das Schiff und Upgrades und Posten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es die ganze Zeit nichts bringt. Oberbefehlshaber. Erforderliche Fertigkeit überreden. Diese Person überwacht die Besatzung und gibt anderen Posten Befehle. Bin ich am besten geeignet, wenn ich die Dings sehe? Also wenn die Fähigkeit hier am besten. Ich weise jetzt hier einfach mal Offiziere zu. Schleifen wir Ich glaube, mehrere das ist auch Kosten. relativ straightforward. Ich glaube, es gibt immer nur einen Moment, der so gut ist. Kanonenmeister ist Agatha. Schildmeister wird unser Pascal. Okay. Manövermeister, könntest du sein oder unser Abelard? Aber Avalar ist besser, der hat eine Fähigkeit. Herumwirbeln hat er. Und dann haben wir das Problem, dass das Warp kanalisieren und Meister der Ätherik, da könnte man dich noch einsetzen, da hat sie aber die Fähigkeit, die mir nicht angezeigt wird. Lichtbogenweissagung, Trefferchancen 0%. Die nächsten Schüsse des Flaggschiffs erhalten plus 2 Zusatzreichweite. Während, obwohl, da hat sie auch eine Fähigkeit. Da ist er allerdings auch plus bei 5 Warp-Kanalisierung. Warp-Kanalisierung ist doch eigentlich das, was dann der Typ von Dingens machen sollte, oder? Das sollte der Navigator auch können dann, ja? Oder wen meinst du? Ja, wegen der Warp-Fähigkeit. Und dann wäre die nächste Frage, weil Meister der Ätherik könntest rein theoretisch anscheinend auch noch du. Aber du bist eher ein Bodentruppler anstatt ein Marinesoldat, oder? Ja, ich habe davon nicht viel Ahnung tatsächlich. Also Kanonen eventuell sehe ich mich noch, aber das war's dann auch. Okay, ja, und Kanonen ist gerade Agatha noch ein Ticken besser. Gut, Upgrades und so weiter lasse ich mal die Finger davon. Genauso wie hier kann ich irgendwie Rumpf-Upgrades machen. Rambock-Upgrades. Eine Feuersturmfregatte hier. Bormus Vernichticus. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Aber hier gibt es anscheinend auch noch irgendwie. Ich warte hier immer noch ein bisschen auf das Tutorial. Aber ich dachte, die Posten können wir mal zuweisen. Jetzt ist die Frage, sollen wir mal mit einem der Charaktere reden? Also die Geschichte bla machen. Zum Beispiel gerade. Ja? Ich glaube, ich würde tatsächlich erstmal die Navigatorin
Es ist ja quasi immer noch so ein bisschen Anfang. Okay. Wir sind ja noch nicht komplett wirklich. Dann die Navigatorin soll sein werden können. Aber für die Storys von den einzelnen Charakteren haben wir ja quasi das ganze Spielzeit. Ja, gerade noch, wir sind dann immer noch im ersten Akt, ja, hier. Ja. Beziehungsweise hier, wir könnten auch noch mit dem Gouverneur sprechen, wobei die Voxmeisterin ja explizit gebeten hat, man solle doch bitte schnell darüber reisen, bevor wir mit dem. Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Ja, der Gouverneur meinte ja was von, wenn wir fertig sind im System, sollen wir nochmal zurückkommen. Nicht im System, sondern auf dem Planeten. Meinte, er hat das System tatsächlich gesagt. Bevor die wir Nachricht abreisen. Von Auroras Untergang und der erfolgreichen Befreiung des Klosters des Adeptus Mechanicus bedeutet das Ende der großen Unruhen auf Rykard Minos. Mit dem Gouverneur sprechen, ist eine Aufgabe. Okay, ja, dann können wir nochmal hin. Ja, aber wie gesagt, könnte das im Log nochmal sehen? Leider nein. Ich kann mich daran erinnern, deswegen, weil es mich so verwirrt hat, weil die Voxmeisterin extra explizit gesagt hat, bitte vorher dahin fliegen, bevor wir mit dem. Hatte sie? Okay. Und warum stehen hier. Okay, hier stehen große. Warum ist hier ein Fragezeichen? Also, da ist auch ein Fragezeichen, aber ich meine dieses hier. Neben, also unter Rykos Minos sind zwei Symbole. Einmal Quest und einmal. Markante Punkte entdeckt. Ja, dass die da sind, wissen wir, aber. Ja, das ist, glaube ich, einfach nur nochmal so eine Zusammenfassung. Okay. Gut, dann fliegen wir einfach mal zurück und holen den Navigator. Vielleicht hat das. Ja, zur Navigatorstation, ja. Ja, ja, ich glaube, im Grunde macht das auch nicht so viel Unterschied, was wir jetzt zuerst machen. Halt das ein oder andere sowieso noch hoch. Lord Captain, verzeiht die Störung. Victis hält inne, als würde sie auf etwas lauschen. Vor dem Tor der Brücke herrscht Unruhe. Einer der Offiziere verlangt offenbar eine persönliche Audienz bei euch. Ich glaube, ich höre Meister Versirians Stimme. Wie dem auch sei, ich wollte euch vorwarnen. Wow. Vino. Nächste Meuterei? Auch gar nichts auf dem Kutter. Das ist. Dieser Thron. Die alltäglichen Geräusche der Brücke werden von einer zornigen Stimme gestört. Abelards Stimme ist die lauteste von allen. Dieses Verhalten eines Offiziers ist unwürdig. So verhält sich eine adelige Göre, die sich einen Scherz erlaubt. Was soll das, Lieutenant? Hallo, Berliner Slang. Die junge Frau, die vor Abelard steht, bemüht sich mit aller Macht, unter dem stürmischen Zorn ihres Vorgesetzten nicht in die Knie zu gehen. Sie zögert, doch dann gelingt es ihr, in die Augen zu blicken, und sie sagt, ich bitte um Verzeihung, Sir, doch ich muss mit dem Lord Kapitän sprechen. Sehr wohl, Lieutenant. Ihr dürft mit dem Lord Kapitän sprechen. Nicht zuletzt, weil ihr es ohnehin schon gewagt habt, ihn zu stören. Euer unbefugtes Erscheinen auf der Brücke und euer aggressives Auftreten einem höherrangigen Offizier gegenüber werden unverzüglich in eurer Personalakte vermerkt. Okay. Lord Kapitän, Leutnant. Scheiße, soll ich jetzt beide lesen? Ach komm, mach du. Abwechselnd dann. Lord Kapitän, Lieutenant Avrila Wendt, er bittet Erlaubnis zu sprechen. Wendt verstummt und fügt dann eilig hinzu, in einer äußerst dringlichen und eiligen Angelegenheit. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt. Sprecht, Leutnant, ihr dürft sprechen, doch ich will einen Bericht hören, kein lautes Gezank. Ein Streit zwischen Offizieren mit der Brücke als Publikum ist inakzeptabel. Ich dulde kein solches Verhalten auf meinem Schiff, aber da belegt den Lieutenant mit einer angemessenen Disziplinarstrafe. Leutnant, ihr habt eine Minute, euer Anliegen vorzutragen. Puh!
Also ich bin privat, würde solch ein Verhalten eigentlich fördern, weil ich ja will, dass auch von unten Infos zu mir durchdringen, wenn es unbedingt sein muss. Aber passt das zum Charakter? Passt das zu einem, der als Kapitän und Offizier gedient hat? Also eins fällt für mich eigentlich als Charakter raus, bleibt zwei oder drei. Drei wiederum widerspricht zu meinem, ich sorge mich um meine Crew. Sagen wir es mal so. Auf diesem Schiff gibt es 20.000 Seelen. Alle 100 gibt es einen Lieutenant. Wenn da jeder mit irgendeinem Problem zu dir rennen würde, könntest du für nichts anderes mehr Zeit. Das ist eigentlich nicht deine Aufgabe. Dafür sind die ja da, dass die, dass, dafür ist die günstige Kommandostruktur, ja, dass die ja, mit einem Kleinzeug befassen müssen. Also als Marineoffizier müssten die das sehr sauber aufspüren. Also drei. Ich dulde kein solches Verhalten auf meinem Schiff. Aula belegt den Leutnant mit einer angemessenen Disziplinarstrafe. Leutnant, ihr habt eine Minute eure Anliegen aufzutragen. Jawohl, Lord Captain. Hört euch meinen Bericht an und bestraft mich, wie ihr möchtet. Wichtig ist nur, dass ihr mich anhört. Sagt Wendt, in deren Stimme nun ein flehentlicher Ton liegt. Diese Angelegenheit kann nicht warten. Es wird jeden Augenblick eine Sturmeinheit auf die unteren Decks geschickt, um den Streik der Arbeiter mit allen Mitteln niederzuschlagen. Bin jedoch überzeugt, dass dieser Schritt unnötig ist und dass die Krise selbst überhaupt nur durch das Handeln eines der ranghohen Offiziere ausgelöst wird. Wendt zittert fast vor Anspannung, während sie hier spricht. Ihr Gesicht ist extrem bleich. Warum weiß ich nicht, dass da schon wieder Unruhen gibt? Ist das auch was, was unter meiner Würde ist? Das ist Alltag. Ach, das ist Alltag, okay. Das ist Schiffsalltag tatsächlich. Okay. Abelard, der keine Anstalten macht einzuschreiten, stößt ein skeptisches Schnauben aus. Lord Captain, ich fordere euch auf, das Verhalten von Truchsess Veserian zu untersuchen und auf den Unterdecks einzuschreiten, denn bald werden wir es mit einer Meuterei oder einem Massaker zu tun haben. Wendt rattert die letzten Worte runter, als haben sie auswendig gelernt. Offenbar hat sie sich schon länger darauf vorbereitet, sie vorzutragen. Als sie fertig ist, blickt sie zunächst Abelard nervös an und dann... Truchsess war dieses fette Nobelschwein, bei dem wir dich gekauft haben, gell? Nein, das ist quasi der Rang von Abelard hier. Veserian ist ja auch sein Nachname. Abelard Veserian. Also die beschwert sich über Abelard, der neben ihr steht. Ihren ranghöheren Offizier. Er ist eigentlich dafür zuständig, dass auf dem Schiff alles rund läuft. Mhm. Also eigentlich wäre er ihr Ansprechpartner. Nicht du. Gegenüber deiner Aussage von wegen Alltag steht wieder eins, also an Bord meines Schiffs entsteht ein Aufstand, niemand informiert mich darüber. Der Imperator beschützt, ja, Minorus, der Imperator beschützt und ich bin das Chaos. Nein, bin ich nicht. Ich hoffe es nicht zu sein, wie bei Baldur's Gate, oh Gott. Wie ich das noch zu Ende kriegen soll, weiß ich bis heute nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du 1 drückst, tatsächlich Abelard einfach nur sagen würde, das ist Alltag. Weil das ist halt wirklich so. Also. Drei ist für mich dann, also so vor der Öffentlichkeit, vor dem Untergebenen direkt den Vorgesetzten so in Frage zu stellen, für mich aber auch schwierig. Würde ich als Offizier nicht tun. Er steht tatsächlich auch unter Strafe. Also deswegen wurde sie ja schon bestraft jetzt. Ja, aber also ich, aber jetzt würde ich, meine, die Option 3, was hat Trust, was so, rein? Ja gut, für dich ist das, du darfst das machen, weil du sein Vorgesetzter bist, aber. Ja, aber das, ja, würde ich, das würde ich nicht, jetzt nicht. Nee, das würde ich nicht im Dings. Also frag mal einfach mal, wie hat alles angefangen? Etwas neutraler. Lage könnte jede Minute eskalieren. Ich fasse mich also kurz. Es begann damit, dass die Enforcers bei der Leiche eines Opfers unter betrunkenen Schlägereien ein Kultistenaule erfanden. Haben es unverzüglich bei unseren Vorgesetzten gemeldet, ein Läuterungsritual arrangiert und eine Untersuchung eingeleitet.
wurden keine lebenden Piraten gefunden. Die Suche hat jedoch die Spannung zwischen Enforcers und Arbeitern eskalieren lassen. Dann frage ich doch mal eins, bevor ich drei mache. An Bord meines Schiffs entsteht ein Aufstand und niemand informiert mich darüber, weil das hört sich jetzt, also da wurde ein Kultistenamulett, also bitte, das ist dann doch ein bisschen mehr als nur ein kleiner Aufstand. Würde das nicht als Problem ansehen, dass der Aufmerksamkeit des Freihändlers würdig ist. Auf den Unterdecks findet eine Revolte statt, gut. Vor etwa 30 Jahren erhob sich sogar einmal ein revolutionärer Anführer, der es wagte, auf dem gesamten Schiff eine Herrschaft der Arbeiter zu etablieren. Es dauerte einen Monat, die Ordnung wiederherzustellen. Doch noch 8 Jahre später kämpften wir gegen Gerüchte, der Held habe seine Hinrichtung überlebt und stehe kurz davor, wieder Arbeiter um sich zu scharen, um gegen die Tyrannei aufzuklären. Avlad schnaubt verächtlich auf. Die Gerüchte waren natürlich vollkommen haltlos. Was die momentane Lage angeht, wir haben ausreichend Enforcers, die sich darum kümmern. Doch auf diesem Schiff hat das Wort des Lord Captains mehr Gewicht als eine Salve aus 100 Beutern. Wenn der Freihändler persönlich mit den Unzufriedenen spricht, kann er die Unruhe gewiss stillen. Mir graut es bei dem Gedanken, mit welchen Problemen ihr den Freihändler als nächstes belästigt. Vielleicht bittet ihr den Lord Captain, eine Prügelei in der Messe zu schlichten. Ich habe euch die Mittel zur Lösung dieses Problems bereits an die Hand gegeben. Ihr müsst sie lediglich einsetzen. Wenn ich das sagen darf, eure Lordschaft, ein Killerkommando zu schicken, um eine Rebellion niederzuschlagen, damit ignoriert man das Problem, statt es zu lösen. Ich muss das dritte fragen, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Der feine Herr hat sich einen Erzähler angehört, nein. Eigentlich machen wir das abwechselnd, dass sozusagen ein bisschen Leben reinkommt und wir auch länger spielen können, weil wenn ich das alles vorlese, dann ist nach einer Stunde Schluss. Und Wursti hat mich quasi gezwungen, diesen Nein, ich will sie ausspielen. Und dann war das Multiplayer eigentlich gleich von vorne weg das Richtige. Dazu kommt, dass er sich in der Welt auskennt, ich nicht. Also ich kenne mich oberflächlich aus, aber nicht mit den Feinheiten. Deswegen ist es gut, dass er den Truste eigentlich spielt. Aber jetzt muss ich trotzdem diese, was hat der Truste Wässerein mit all dem zu tun, fragen. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, aber gut. Muss ich. Ich erkläre es, stößt Abelard grimmig hervor. Seht euch an, beeilt euch, die Zeit läuft uns davon. Ich werde mich nicht beeilen, da meine Kompetenz in Frage gestellt wird, spreche ich so lange, wie ich es für nötig halte. Eine etablierte Ordnung, wie die Dinge auf diesem Schiff gehandhabt werden. Einer der Grundpfeiler dieses Systems ist es, dass die Aufmerksamkeit des Freihändlers nicht durch triviale Angelegenheiten beansprucht. Es ist die Rolle des Truchsels, dafür Sorge zu tragen. Es ist die Rolle des Truchsels, dafür Sorge zu tragen. Ich habe interne Probleme stets selbst geklärt. Als ich daher erfahren habe, dass sich auf den Unterdecks Piraten verstecken, habe ich die Angelegenheit selbstverständlich selbst in die Hand genommen. Solange ich lebe, wird kein einziger der Hunde, die Theodora von Valancius ermordet haben, Zuflucht auf diesem Schiff finden. Ich glaube, das ist noch so ein bisschen Tutorial für die Leute, die nicht kein Gespür für die Geschichte haben. Deswegen konnte man, deswegen sozusagen die Zwingung, gehe ich jetzt mal davon aus, warum die das so gemacht haben. Ja, ich denke. Ihr seid mit viel zu harter Hand vorgegangen, Truchsess Berserion. Verhaftung, Verhöre, Kollektivstrafen für ganze Sektoren. Das hat die Leute erst so weit getrieben, beklagt sich bitterlich. Nun wird auf den Unterdecks gestreikt, genauer gesagt in Depot 4. 3 Arbeiterclans sind beteiligt. Doch noch so viele weitere unterstützen sie passiv. Die Situation könnte zu einem ausgewachsenen Aufstand eskalieren. Doch als ich meine Sorgen gemeldet habe, erhielt ich als Antwort nur einen Befehl, eine Sturmeinheit loszuschicken, um den Streik mit maximaler Gewalt niederzuschlagen. Abela, was habt ihr zu all dem zu sagen? Was ist Depot 4? Ich möchte Abela eigentlich nicht in also, ich vertraue dem da. Was ist Depot 4? Depot 4 ist einer der ärmsten Sektoren der Unterdecks. Dort leben Clans einfacher Arbeiter. Sie sind für das Schiff weniger wertvoll als die Familien, die seit spezialisierten Systemen seit Generationen leben. Sie sind eine leicht zu ersetzende Ressource. Eine, die nun Sith zu den Piraten und Schergen des Erzfeindes.
Die Pro 4 ist arm und hat viele Probleme. Meistens sind das aber nur Schlägereien zwischen Betrunkenen oder illegal gebrannter Schnaps. Wir haben uns bisher immer um die Arbeiter in Depot 4 gekümmert. Das hätten wir auch wieder getan, wenn das Vorgehen gegen Depot 4 nicht ganz so hart ausgefallen wäre. Noch ein wichtiger Faktor. Das Problem ist nicht auf diesen Sektor beschränkt. Es ist an einem der am stärksten bevölkerten Unterdecks entstanden. Und alles, was dort passiert, wirkt sich auf die benachbarten Sektoren aus. Ich muss jetzt doch die Frage stellen, die ich eigentlich stellen wollte. Und hallo Titus, der Imperator protects. Yes, der Imperator beschützt uns. Ne, beschützt. Ja, bei dem Spiel habe ich guten Content von mir. Ich hoffe, wie gesagt, also ich hoffe nicht, dass es so eskaliert wie bei Baldur's Gate. Und ich weiß von den Machern, ich habe die Pathfinder-Teile und ich weiß, ich habe den Kingmaker ja auch im Stream gespielt und dann wegen Rage Quit nach 200 Stunden abgebrochen und war noch nicht mal bei der Hälfte Rage Quit, weil ich dann erst festgestellt habe, dass mein Skilling scheiße war, also dass ich mich quasi verskillt habe, also nicht wegen dem Spiel, sondern wegen meiner Unwissenheit mit dem Pathfinder-System. Ja. Was ein bisschen unverzeihlicher ist anscheinend wie DMD oder Schwarzes Auge oder sonst irgendwas. Ah ja, von daher weiß ich, dass da Stunden um Stunden um Stunden vor mir liegen. Vor allem, da wir immer noch die Regel haben, alles vorzulesen und ja. Wobei, hier gibt es noch nicht so viele Side-Lore-Bücher wie in Pathfinder oder in anderen Spielen, was ich bisher noch nicht schlecht finde, aber auch noch nicht mehr gucken. Abelard. Wie spricht man eigentlich richtig aus? Abelard. Was habt ihr zu all dem zu sagen? Ich sehe keine Notwendigkeit, etwas zu ergänzen. Ich habe im Rahmen meiner Befugnisse gehandelt, geleitet allein von der Sorge um euer Protektorat und eure persönliche Sicherheit. Wenn ihr die Korrektheit meines Handelns selbst überprüfen möchtet, habe ich keinerlei Einwände. Ich für meinen Teil bitte den Lord Captain inständig auf die Unterdecks zu gehen, die Sturmeinheit zurückzupfeifen und persönlich mit den Leuten zu sprechen. Ihr werdet sehen, dass sie weder Lügen noch Piraten verstecken. So könnt ihr den Aufstand im Keim ersticken. Drei fällt raus. Also ich habe genug gehört, ich gehe selbst auf die Unterdecks, das wäre ein Schlag in Truskes Gesicht, also ein offener Schlag. Der Truster hat gewiss im Rahmen seiner Zuständigkeiten gehandelt, doch ich werde mich selbst von der Korrektheit seiner Entscheidung überzeugen. Wäre jetzt erstmal mein Bauchgefühl die Entscheidung, aber dann, diese Angelegenheit ist die Zeit des Freihändlers nicht wert, verlasst die Brücke und stört mich nie wieder. Ich würde tendenziell schon gern sagen, dass ich dem Trost sehr vertraue, bloß so wie eben wieder 5 formuliert ist, ist es mir zu arrogant, zu harsch. Also die Arroganz, die da raustrieft, das sehe ich in meinem Charakter nicht. Das ist mein Problem mit der Formulierung eigentlich. Also inhaltlich ja, formulierungstechnisch nein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Naja, gut. Ist halt. Ja. Also ja, rein vom Rang und deiner Position her ist das halt eigentlich. Also, ja, ich weiß. Ich glaube, es wurde am Anfang mal irgendwo erwähnt, dass Theodora nie auf den Unterdecks war. Ja, ist die Frage, ob ich Theodora folgen will oder ein anderer Freihändler sein will. Das ist jetzt so die Frage, was der Charakter will. Meine Formulierung wäre, wie gesagt. Nummer 5 etwas freundlicher formuliert. Nicht im Sinne von, ist es nicht wert, sondern ich vertraue Trostes, so nach dem Motto. Ich vertraue dem Trostes und er wird schon das Richtige tun, wäre eigentlich die Antwort, die ich gerne geben würde, die ich aber nicht geben kann. Naja, gut, das ist, steckt in 5 eigentlich mit drin. Ja, also wie gesagt, inhaltlich ja, aber formuliertechnisch. Ja, Minoris, Wursti, hilf mir da. Keine Zeit für Zärtlichkeiten. Nein, das möchte ich ja nicht. Wie gesagt, also ich würde auch eigentlich, also 3 prinzipiell nicht, 4
Eigentlich nein. Also selbst wenn wir das für die heutige Marine also übersetzen würden, auch da wäre das. Da ist die Befehls- und die Reihenfolge ist halt ganz klar geregelt auf so Schiffen. Ne? Ich bin Offizier, du hast recht. Ja, aber wie gesagt, da gibt es immer noch den Unterschied zwischen der Formulierung. Das ist das, was mich eigentlich. Also ich würde es anders formulieren. Das ist als Charakter. Ja. Als Charakter würde ich jetzt nicht sagen, dies ist keine Angelegenheit, die Zeit des Freihändlers nicht wert, sondern ich würde sagen, ich vertraue voll und ganz Trusse. Damit habe ich seine Position gestärkt und trotzdem das Gleiche ausgesagt. Im Sinne von, leck mich am Arsch, das ist sein Job. Bloß eben freundlicher. Aber gut, die Angelegenheit ist die Zeit des Freihändlers nicht wert. Verlass die Brücke und stört mich nie wieder. Wartet, aber... Genug, Lieutenant. Ihr findet den Ausgang allein. Wir beide werden die drohende Rebellion sowie eure eklatanten Verstoß gegen jedes Protokoll besprechen. Ja, da hätten wir Quest gescheitert.